Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Zauberei und Maschinen. Ich hatte jetzt in der letzten Folge angefangen, sage ich mal, den Ausflug in den Nether, den nächsten, vorzubereiten. Oh, hier fehlt ein Strich. Ja, indem man dann Lava aus dem Nether pumpt und in diese Welt führt und in dieser Welt dann in Strom mit geothermalen Generatoren umwandelt. Ich habe mir auch schon überlegt, den Punkt könnte man in etwa, also ist ja nochmal eine Art Kraftwerk. Und ich habe überlegt, ich bin mittlerweile, ich finde es fast ein bisschen schade, dass ich so dicht an dem Villager-Dorf da gebaut habe. Da könnte man vielleicht noch was hinbauen. Aber ansonsten, weil es ein Kraftwerk ist, werde ich es dann da hinbauen. Ja, mal schauen. Außerdem will ich heute dann noch schnell das hier reparieren. Das zeige ich euch dann, wenn es Nacht wird. Wir haben ein bisschen gebraucht, um jetzt den Fehlern auf die Schliche zu kommen. Und erstmal schaue ich schnell, ob ich nicht hier noch im Sack... Da müsste ich theoretisch noch eine Menge... Ah, Golden Waterproof Pipe. Genau, die habe ich doch gesucht. Weil da hat es ja so ein paar kleine Striche... gefehlt hatten da bei den Engines. Und deswegen, ich hoffe, der Verlust ist jetzt nicht kritisch, den es da mal kurzzeitig erleidet, wenn ich da mal an den Pipes rumbastel. Ich glaube, ich stelle die mal besser ab. sicher ist sicher. Wollte ich gerade sagen. Ah, hallo Lynny. Ja, danke. Hallo. Danke, danke. So, weil... Ja, das, ja, guck mal, aber jetzt füllt sich schon schnell wieder, oder? Ja. Wenn du dich beeilst, schaffst du es vielleicht. Ja, naja, dann wir beeilen uns einfach. Ansonsten macht halt Bumm. Ja, aber das wäre nicht so gut, Lynny. Das hat man schon zweimal. Ja. Kam jedes Mal nicht so gut bei mir an. Ups. So war das nicht geplant. So, und die kommt weg. So. Okay, fast geschafft. Auch nur fast. Ja, was, Lynny, jetzt bist du schon hier am Start und ich habe noch keinen Comment gehört, oder was? Ich gucke dir sehr konzentriert und fasziniert zu. Ah, ja, ja, die Faszination müsste sich mal in Grenzen halten. So doll ist das jetzt hier nicht, aber ich mache ja hier schließlich auch eine Menge Murks gerade. Aber abgesehen davon müsste es, it's a trap, müsste es ja jetzt dann passen. So, die noch weg. Und schnell nach oben, um zu schauen, ob es sich jetzt schnell genug auffüllt. Das wird schon. Einen kleinen Moment, bevor es in die Luft geht, hat man ja schon. Und sie sind noch nicht mal... Ach, die ist schon voll. Die ist voll. Die ist voll. Ja, na, das war doch mal hier Profis bei der Arbeit. Ja. So, jetzt brauchen wir uns da auf jeden Fall keine Sorgen mehr machen. Aber derer? Dass das in die Luft fliegt. Oh, da hat es aber immer noch so ein bisschen... Ja, das kommt schon noch. Ah, da hat es jetzt aber zu arbeiten, da den Puffer hier aufzufüllen. Naja. Das wird schon. Muss. Thema Engines und Hitze. Mm. Du kannst die Engines doch auch mit Lava betreiben. Ah, ja. Dazu sage ich gleich was. Mir fällt nämlich gerade noch ein, ich höre jetzt gar kein Maschinengeräusch mehr. Das war ja eigentlich das, was ich am Anfang der Folge machen wollte. Ich wollte eigentlich hier endlich mal diese Solararrays anschließen. Ah, jetzt machen die Maschinen wieder ihre fiesen Geräusche, wenn sie nicht genug Strom bekommen. Dazu, genau, genau so in der Art, ja. Wo ist denn mein New Reader? Siehst du den irgendwo? Ah, nee, da. Ich wollte nur mal schnell gucken, so sicherheitshalber, da kommen 8, gerade mal 8 U pro Tick. Klar, und da kommt 13 U pro Tick. Also muss ich mir da hier gerade gar keine Gedanken machen, wenn ich die Teile anschließe, dass mir hier das Teil wegschmort. Also... Willst du es nicht nach oben bauen? Nee, ist nicht vorgesehen. Gerade. So... Da ist auch nichts. Ist da was? Ist da ein Block davor? Ist das der? Ja. Shit. Nee. Dann bau doch. Ach so, da. Aber hier ist dann keiner. Nee, logischerweise ist hier dann keiner. Oder? Ist keiner. Nö. Und auf der anderen Seite auch nicht. Also kann ich hier noch einen hinpacken, vielleicht. Ja. So. Und bekomme volle Kanne Strom. Seite. Ja. Oder? Läuft. Naja. Doch schon. Selbe Helligkeit, oder? Ja, aber warum ist da Eisen drin? Hä? In dem anderen. Eisen? Links. Links? In dem, der oben drauf ist. Ich weiß warum, weil deine Pipe angeschlossen ist. The fuck? Warum? Wie? Wie ist das denn jetzt passiert?
Dun, dun, dun. Ja, keine Ahnung. What the fuck? Ach, schon wieder, gut. Oh Gott. Eieiei. Ich mach das. Oh nein, ich brauch so ein. Ich brauch das. Ach, Schraubenzieher. oh Gott. Schnell. Unten, Mitte. Mitte, Runter, unten. runter, runter, runter. Weiter runter. Inventar. Runter. Was? Runter, Inventar? links. Was? Das? Brauchst du den? Verarsch mich doch nicht, das ist der falsche, Lönni. Das war kontraproduktiv. Wo ist denn da ist er? Electric Wrench. Mensch, Lönni. Weißt denn du gar nicht, wovon du hier sprichst? Nee. Ja, merke Ist hier ich. dein Let's Play. So, gut. Oh, das war ja dramatisch. Fast schon. So, jetzt habe ich immer noch zwei davon loszuwerden. Aber hier kann ich ja jetzt nicht, weil da ist ja jetzt einer davor. Ja. Boom. Setz doch, wo kommt denn die Pipe raus? Welche Pipe? Die Pipe. Wo Welche? sich gerade dein Dingens angeschlossen hat. Da, diese. Kommt Ja. da raus. Ja. Ja. Das ist doof. Da wird es auch wieder anschließen. Ja. Setz doch, guck mal, wo ist denn die Tür? Welche Tür? Die Tür. Ja. Schade. Sonst hätte ich gesagt, zieh doch ein Kabel nach außen. Ja, du verstehst mich gerade nicht. Ach, Ja. Dera, ich habe noch ganz viele Comments. Ja. Thema Lichtsensor. Es wird nämlich gerade auch Nacht. Ja. Ach, weiß, dann schließe ich hier einfach noch eine an, oder? Ja. Hier geht das hier direkt ans Goldkabel einfach. Vielleicht kann ich dann ja auch hin und wieder mal meinen Teleporter nutzen. Aber der braucht echt einen Arschvoll Strom. Solange ich hier nicht noch mehr von den, also noch mehr Solar Panels. Ja. Ich muss das dann mal umstrukturieren bei Gelegenheit, glaube ich. Dera, Ja, es ist Lüni. Nacht. Ja, ich. Ah, ja, das heißt Zeit. Leitsensor. Leit. Oh ja. Zeit für Leitsensor. Ja, da gab es Action. nämlich ganz viele Comments wieder Dann zu. erzähl dazu doch erstmal was. Also, erstmal kann man die mit einem Rechtsklick einstellen. Ja, muss ich da jetzt was dazu sagen? Nein. Nein. Dann kann man ihn mit einem Screwdriver einstellen. Das wurde auch geschrieben, ja. Ja, wir haben mal recherchiert, weil beides nicht funktioniert hat. Ja. Man muss den Es Leitsensor. ist ganz schön arschdunkel hier, wenn ich das mal so sagen darf. Man muss mit einem Leitsensor, man muss den Leitsensor mit einem Screwdriver Shift rechts klicken, um ihn einzustellen. Und wir wissen jetzt auch, warum der eigentlich immer Strom hat. Und warum erzählst du eigentlich viel mehr in meinem Let's Play als ich gerade? Weil du gerade hochkonzentriert Fackeln gestellt hast. Ja, genau. So, also, liebe Leutchens, es funktioniert jetzt wie folgt. Also zuerst, deswegen habe ich jetzt auch noch mal nämlich schnell hier so ein Alloy-Gedings geholt, Geraffel geholt, um euch das einfach besser demonstrieren zu können. Also wie folgt. Wir hatten ja zuerst, der war ja eigentlich gar nicht da. So, und dann hatten wir das so. Ja. Und dann so, what the fuck, bla, Sülz. Ach so, und dann kamen wir da drauf, das hier einzustellen. Dann haben wir einfach quasi den Screwdriver genommen und Shift gedrückt und dann so und dann Rechtsklick und dann, okay, und so. Ah, auf einmal hat es dann gepasst. Jetzt habe ich sogar festgestellt, das Licht, was davon ausgeht, beeinflusst auch dieses Licht. Also es ist echt nicht nur die Sonne, weil bei uns war dann nämlich das Problem, wir hatten dann das Not Gate dahingestellt. Und allein das Licht von der Redstone Torch hat schon ausgereicht, um sozusagen, ja, das noch eine Helligkeitsstufe höher zu machen. Und dann mussten wir das noch einzumachen. Aber jetzt funktioniert es. Also, jetzt müsste es in etwa so sein, dass es quasi, wenn die Sonne gerade weg ist, wenn der Mond aufgeht. Nee, kurz bevor die Sonne komplett weg ist, ne? Ja. Das haben wir gar nicht genau nachgeguckt. Aber auf jeden Fall, wenn die Sonne gerade genau erschienen ist, genau über den Horizont ist, dann geht das Licht aus. Also, jetzt müsste es alles so funktionieren, wie es geplant war. Und da ist ein Zombie. Und da hinter dir ist eine Spinne im Oh, und irgendwo Hühnerstall. war ein Skelly. Und hoffentlich ist hier nicht irgendwo ein Creeper, der die schönen Gemälde, Porträts, was auch immer. Naja, ich bin dann mal weg. Ah, oh, alles voll davon. Oh mein Gott, sie sind gekommen, mich zu holen. Ah, Ach, Dera. ah. Ja, komm jetzt schnell. Aber, Dera, Ja. du sollst mal mit Facecam spielen. Ja. Wurde auch schon beantwortet. Danke dafür, dass ihr euch auch so ein bisschen um die anderen Comments zum Teil kümmert. Oh Gott, ja, jetzt die Nacht hat mir direkt schon wieder energietechnisch das Genick gebrochen. Ah, jetzt fängt sich's. Jetzt fängt sich's wieder. So, ja, naja, wie dem auch sei, ich wollte noch mal dazu schnell was sagen zum Thema Facecam. Wird so schnell leider nicht passieren. Tut mir leid an alle, die es gern sehen würden. Aber
Ja, nö. Noch nicht. Vielleicht, vielleicht irgendwann. Vielleicht denke ich mir ab einer irgendwie irgendeiner bestimmten Abozahl. Ah, Strom. Oh, shit. Sag mal, was. Ah, ich weiß, was so viel Strom auf einmal zieht. Es ist, dass ich diese verdammte Rüstung. Oh, zu viel Zeug im Inventar. Dass ich diese verdammte Rüstung aufladen will. Das bricht mir gerade so voll das Genick und außerdem Immer. bricht mir dann noch was anderes das Genick gerade. Ja, was denn? Dein Inventar, oder? Ja. Es ist ziemlich voll, oder? Vielleicht. Räum's doch einfach mal zwischen den Folgen auf. Ja, das wollte ich in einem Livestream machen, dass mir niemand unterstellt, ich würde komische Sachen tun. Aber ja, ich verspreche euch, ja. Ich verspreche euch sowas von, in der nächsten Folge ist mein Inventar aufgeräumter. Aber derer, Ja, Thema Lüni. Livestream. Wo war ich denn jetzt eigentlich? Ach so, ich wollte die Rüstung da rausnehmen. Ja. Hatten wir da nicht irgendwie Was? mal drüber diskutiert diese Woche? Vielleicht. Ich hab's vielleicht dann auch schon wieder vergessen. Was? Ja, dass wann dein nächster Livestream kommt mit neuen Bildern für die Ruhmeshalle. Das macht Futter. Ah, es ist doof. Ich habe auf Steuerung sowohl dieses Ah. Zoomen als auch diese Sprintfähigkeit von, ich glaube, der Hose, Ja, oder? Ja. die Schuhe sind Jump. Wie mache ich das? Mit Doppeldings kann es ja nicht sein. Ach so, bestimmt dann. Nee. Control und Dingens. Ah ja, wuhu! Ja, aber es ist halt, da muss ich das mit Control mal umlegen Ja. oder so. Und der Helm war unter Wasser atmen oder irgend so ein Scheiß oder keinen Hunger mehr bekommen. Kannst dich ja mal in einen See stürzen. Nee, habe ich jetzt nicht vor. Ich will hier Ja, Progress-Content. So, das hat ja aber jetzt funktioniert. Progress-Content. So, die Teile bekommen jetzt anscheinend, naja, nicht genug Strom, glaube ich, weil. Ah doch, jetzt scheint es mit dem Strom zu passen. Ah, sehr gut. Dann können wir ja jetzt diese Menge an Steinen, die eh zu viel ist, mal wieder umleiten. Und ja, wo war man denn jetzt stehen geblieben eigentlich? Forestry wurde mal wieder erwähnt in den Comments, wurde aber auch schon beantwortet. Ja, Ja. zum Thema Forestry, was stand da alles Es ist Schönes? eine Verbindung zwischen Industrial Craft und Build Craft mit Schwerpunkt auf Landwirtschaft. Ja, genau. Sehr schön. Ja. Besser könnte ich es auch nicht Ja. sagen. So, was wollte ich? Ich habe die Goldpipes gefixt. Ja. Du Ich hast habe das da die. oben gemacht. Ja. Ich habe den Solarpanels. Strom gemacht. Dann kann ich mich ja jetzt neuen Sachen widmen, Ja. oder? Cool. Zum Beispiel dem Geothermalkraftwerk. Ah, ich muss aber schnell mal nach der UU gucken. Ja. Weil du brauchst ja davon nicht mehr viel. Richtig. Weil die Rüstung komplett zu haben, wenn man dann da ewig im Nether rummurkelt, wäre natürlich nicht schlecht, ne? Erstmal schauen, wie schaut's mit der Reaktion aus? Die ist noch nicht mal, naja, ein bisschen mehr als Reagiert. halb durch. So, was ist hier los? 29 schon wieder. Aber für die Du brauchst vier Brustrüstung, Iridiumplatten. das heißt, wie viel UU? Eine Menge. 7 UU pro Iridium-Erz, Oh Gott. 4 Erz pro Platte. Oh Gott. Ist gleich große Zahl. 7 mal 4 sind 28, mal 4 sind viel. Ja, zu viel. Aber hier ist eine Platte haben wir ja noch, ne? Ja. Also minus einmal das Ganze. So, ja, aber jetzt, wo das Zeug da raus ist, läuft es auch wieder halbwegs mit dem Strom. So, dann kann ich mich jetzt anderen Sachen widmen. Lava aus dem Nether. Lüni. Ja. Lüni, es ist soweit. Es wurde, um nochmal einen Comment vorzugreifen, ups, ja, muss ich nochmal schnell loswerden und sagen, hier, es kam auch mal wieder das Gespräch aus einer EMC-Farm aus Blazerots. Das ist auf jeden Fall nicht komplett vergessen. Ich wollte jetzt nur das Lava aus dem Nether erstmal als erstes machen, weil das Thema steht auch schon ewig im Raum. Jetzt kommt erstmal Maschine Lava aus dem Nether, Kraftwerk aus geothermalen Generatoren bestehend. So, jetzt muss ich brauche auf jeden Fall eine Pumpe. Derer? Ja, ach nee, nicht Pumpe, Pump, einfach Thema nur. Lava Ja. aus dem Nether, Ja. gab's einen Kommentar. Pump. Wie kannst denn du Ender Chests craften? Also ich bin der Meinung, da gäbe es einen Mod hier, der das mit einfügt. Aber Lüni hat mich eines Besseren belehrt. Ja, ich habe recherchiert. Ja. Und ich habe herausgefunden, dass die Ender Chests zuallererst mit dem, wie heißt es noch bei Minecraft? Ach, Lüni. Diese wöchentlichen Dinger da. Ich komme Ja. gerade nicht drauf. Mensch, Lüni, ich versuche jetzt zu Ja. arbeiten. Jedenfalls wurde es im Ups. 12WA irgendwann im Mai letzten Jahres eingeführt und das war weit vor 1.3.
Aha, Ja. Ja. Texas. Ja, keine Ja. Ahnung, was die Lilia gerade erzählt hat. Ich versuche mich nur hier zu konzentrieren. Snapshot heißt es. Snapshots, ja. Dass ich hier nicht ständig das Rezept vergesse, während ich auch versuche, Lilly halbwegs Aufmerksamkeit zu schenken, was mir absolut nicht gelingt. Du bist trotzdem sehr, sehr zuvorkommend, lieber Lehrer. Ah, ich bin Ja. begeistert. Davon kann ich mir aber gerade nicht viel kaufen. Ja. Ja, das tut sie einfach nur mit dem Ja ab. Das muss Liebe sein. Ja, total. Ja, jetzt tritt sie mich auch Nein, noch. wir Ja, füßeln. so nennt man das. Ja. So nennt man das heutzutage. Wir füßeln. Ah, was Und? ha warum haben Sie Mandanten XYZ getreten? Wir wollten, also vereinbart war nur Füßeln. Ja. Lehrer? Ja, Da ist schon fehlt ein klar. Zahnrad. Und ach komm, ich brauche hier wieder ein Automatic Drafting Table. Das ist noch, ups, das ist noch da drin. Du, Oh. Dera, Ja, es wurde Lünni. gefragt, wenn du mehr plappern willst, sollen wir dann jetzt weniger Kommentare schreiben? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist ja hier die Worte im Mund rumgedreht quasi. Das ist ja, nein. Nee, das habe ich da, wollte ich damit natürlich nicht sagen. Ich schätze eure Comments nach wie vor sehr. Da komme ich halt, ich muss ich weniger Unsinn labern. Ich laber ja dann, wenn ich was labern muss, auch ganz viel Unsinn meistens. Glaube ich, habe ich immer das Gefühl zumindest. Und deswegen, das hält mich zumindest davon ab, Unsinn zu erzählen. Ist ja auch schon mal was. Die Comments meine ich. Ist ja klar. Ja, Was? Feed the Beast fing mit Feed the Beast Skyblock an. Ja, da wurde es. Nee, du verdrehst. Du jetzt verdrehst du aber Comments. Also es wurde zuerst geschrieben, ich soll doch mal Vize-Beast Skyblock oder so Ach so. let's playen, weil es sind irgendwie 40 bis 60 Stunden Spielzeit. Wurde geschrieben und dann wurde halt noch dazu geschrieben, dass ja Vize Beast schon vorher da war, Den Modpacks? vor den Modpacks und dann wurde dazu auch noch geschrieben, dass die Vize Beast Modpacks ja sogar schon, wie war es, modifiziert im Endeffekt sind. Also es sind modifizierte Modpacks, also bereits, also nochmal modifizierte Mods. Ach, hier sind ja, wo kommen denn die vier Redstone Engines her? Habe ich nicht letztens erst welche Ich gecraftet? hab's reingezaubert. Okay, cool. Naja, warum nicht? Dann soll die Luni da mal ein bisschen rumzaubern. Ja. So, ich bin jetzt auf jeden Fall happy, dass ich mein Zeug hier habe. Werde das restliche Eisen mir ja auch mal aus dem Inventar hauen. So, und was wollte ich jetzt machen? Ach so, die auch die, so. Also, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal so Redstone Engines und eine Pumpe, um es abzupumpen. Ja, Ja. dann brauche ich jetzt. Ich pumpe das dann also ich brauche auf jeden Fall eine Menge Tanks. Ja. Habe ich? Ich könnte da unten mal das Rezept für Tanks, Ja. oder? Du Ach brauchst nee. ganz viel Glas. Ja, aber ach, eigentlich ist es doch auch Oh, unsinnig. ich find's ganz praktisch. Ja, okay. So. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich noch einen Platz da habe und dann müsste ich Ich noch glaube, du meinen müsstest noch ganz hinten vielleicht einen Platz haben. machen. Ja, eben nicht. Nee, es ist doch. Warum hast du da einen HV-Transformer als... Weil das der Slot werden sollte für die HV-Solar-Arrays. Wem Ah! passt du denn nicht auf, Lenny? Das ist zu lange Das her. hätte ich jetzt auch gesagt, Lenny. Sowas, ja, siehst du, also fällt aus. Die sind ja schnell gecraftet. Ja, jetzt habt ihr nicht so 4 Blöcke Glas ins Inventar, 4-mal, 5-mal, 8-mal, was weiß ich, wie oft, ein paar Mal halt geklickt und fertig ist die Sache. Lenny, ist doch nicht so schwer. Sei doch nicht so faul. Du Du musst es ja. arbeitest doch. Du, eben, wollte gerade sagen, du musst es ja nicht mal machen. Gera, Ja. du sollst dir doch eine unendliche Ölquelle bauen. Ja, an sich ja eine gute Idee. Aber Aber da muss man ja dazu sagen, nicht umsetzbar, weil wegen nicht umsetzbar. Nee, geht einfach nicht. Also Öl, ich weiß nicht, ob man das, ob da, jetzt werde ich bestimmt korrigiert werden, ob man das mit den Flusseigenschaften von Lava vergleichen kann. Weil Lava kann man ja auch in dem Sinne abpumpen im Gegensatz zu Wasser. Wasser erfließt ja unendlich nach, aber weil das so langsam fließt oder was weiß ich, jedenfalls das fließt halt nicht nach. Das ist halt ein Block ist, was weiß ich, ein so ein Block. Also das wird halt abgepumpt, Ja. wie richtige Flüssigkeiten. Und vor allen Dingen, wenn man unendliche Ölquellen machen könnte, wie kann man dann Ölquellen leer pumpen Was? in Minecraft? Du Was? hast ja deine Ölquelle leer gepumpt, die wäre ja rein theoretisch unendlich gewesen. Ja, genau, ja. So, ja, sehr, sehr guter Einwand. Was ist denn das jetzt schon wieder? Red Doped Wafer, Silicon Wafer und Redstone. Oh.
Ich brauche mehr Redstone. Oder ich habe doch hier. Habe ich hier nicht? Ja. Naja, aber nicht mehr die Masse. Naja. Musst du mal neuen produzieren. Ja, aber mache ich bei Gelegenheit. Jetzt schlafe ich erstmal. Das ist gut. Und du aber jetzt kannst mir du gar nicht gucken wegen ein Comment vor. Deinen Lampen. Ja, ist doch scheiße. Ist wann ist denn die erste Folge mit mir gewesen? Was weiß ich? Schon zu lange her. Ich dachte echt. So, ich dachte fast, du hättest. Könntest dich da. Frauen erinnern sich ja an solche Sachen immer tendenziell häufiger. Also irgendwann. Ich dachte, du würdest dich da vielleicht dran erinnern. Lang ist es her. Ja. Ja. Okay, also selbst die Lüni erinnert sich da nicht dran. Nehmen wir einfach mal 16 Stück, weil das war ja 1 zu 4 irgendwie ja. So, ne? Ach, da habe ich sogar noch so Dingsbars. Bumsbars. Ja. So, jetzt so. Hier weg da mit dem Zeug. Ja. Und was brauche ich noch dafür? Dann kann ich mir das ja schon mal hier organisieren. Normaler Cobblestone müsste ich herumfliegen haben, den Pisten und Gold Ingots. Ich lasse es jetzt einfach nochmal drauf ankommen hier. Ich will hier und sofort und jetzt und auf der Stelle will ich einen. Nee, das sind die zum Craften. Ich will einen. Schrei, wenn du einen Pisten siehst. Aber bitte nicht zu laut. Wir müssen. Ah, ja. Ein Pisten brauchte ich und 2 Gold, ne? Ja. Okay. Ja, also es muss an der Teleport-Pipe gelegen haben, guck. Es funktioniert wunder... Und da sind noch 63 Redstone. Wunderfeinst. Ah, ja, sehr schön. So, okay, ich hoffe, das hat jetzt hier schon mal... Ja, ich brauche dafür ja nur einen, ne? Ich glaube schon. Okay. Dann packen wir die mal schnell hier. Ah, das ist gut, dass wir das Red Power Dojo hier haben. Das ist doch super. Red Power Dojo. Na, find ist ich schön. Ja, ne, oder nicht? Ja. Ja. Finde ich jetzt zumindest mal so. Was brauchst du noch? Das war Cobblestone. Und ja. Habe ich? Hast du. Ja, sehr schön. Und ein Crafting Table haben wir hier sogar Yay. Auch. Und dann mache ich hier diesen und jenen. Ja. Und dann habe ich hoffentlich alles dabei und in ausführender Menge und dann aber ausreichender, der, nicht ausführender. Ja. Thema Crafting. Deine Crafting-Maschine kann anscheinend keine Kupferkabel, wurde geschrieben. Wurde geschrieben, aber das halte ich ja glatt für eine Behauptung. Ich auch. Die sind, glaube ich, sogar in der ersten Reihe. Ah, wir brauchen noch mehr als einen Filter. Shit. Oder? Wir brauchen einen für. Ein für. Und was war überhaupt dieses Item, was abge. Also der, war das der Rechtsklicker? Deployer? Deployer, glaube ich. War der. Die. Oh, Deployer. Deploy. Ja, das könnte sein, dass das. Ja, das war der Rechtsklicker. Den brauchen wir nämlich auch. Okay, das heißt, dafür brauchst du Pisten und eine Kiste. Man hätte sich ja echt vorher schon mal Gedanken machen können, ne? So, wir verfolgen es jetzt vom Lava, was da im Meter ist. Ja, ja. Wird gepumpt. Pump, pump, genau. pump. Geht über Dingens in Tanks rein, ja. Das ist, um diese Pumpe zu machen. Ja. So. Aus den Tanks wiederum wird es mit einem Deployer abgeschlurft. Quasi Eimer, die in den Deployer reingehen, ja. Ja? Ja. Über einen Filter saugen wir von dem Deployer volle Eimer ab. Ja, also haben wir hier den Filter, also brauchen wir 2 Deployer, richtig? Vielleicht? Ja, also wenn du die Lava dann drüben wieder mit Rechtsklick in die Tanks jetzt einfach mal 2 Deployer oder was? Ja. Okay, also ich request mir einfach mal einen Stack Cobblestone. Du hast bestimmt noch irgendwelche im Beutel. Ah ja, das ist ein Argument, von dem dass ich der mal etwas leerer wird. Möglicherweise auch mal, vielleicht. Du brauchst aber Kisten. Vielleicht, ja, Kisten. Kisten und Pisten. Kisten wie viele Filter brauchst du denn? Insgesamt 4. 4 Filter? Oder? Ja, wir hätten uns das echt mal vorher überlegen sollen. Lüni, muss ich aber ganz vielleicht. Ehrlich sagen. Vielleicht, wenn du 4 Filter brauchst, brauchst du insgesamt jetzt noch 5 Pistons. Okay, also request ich noch 5 Pistons, ja? Ja. So. Ja. Cobblestone hast du, Redstone hast du und den Red Wafer hast du auch. Genau. So, also kann ich davon jetzt erstmal einen. Nee, wie viel? 2 machen? 2. 2. Also 2 Kisten, volles Inventar. 2 davon und Redstone müsst ihr noch. Hast du im Inventar? Ja, gut. Also, dann crafte ich davon schnell mal 2 und ja. Wir haben bestimmt noch Comments. Ja. Ich habe so das schlimme nicht Gefühl. Nicht mehr ganz viele. Ah ja, gut, dann jetzt schnell, Lüni, schnell. Es wurde sich beschwert, dass wir Comments nicht beantworten würden. Es tut mir leid, wenn die im Eifer des Gefechts manchmal untergehen und so. Und manchmal sind es auch so viele und ich schaff's schon kaum noch, die alle in einer Folge unterzubringen zum Teil. Das ist halt das Problem. Ja.
Und ja, ich kann, manchmal gehen die dann halt auch unter oder ich überlese sie aus Versehen. Also bitte dann nicht böse sein. Es ist nicht aus böser Absicht. Wir haben euch doch trotzdem lieb und du brauchst Filter. Ja, ich bin ja schon dabei. Sehr gut. Wie viel? Vier meinst du? Vier brauchst du insgesamt und einen hast du ja schon. Also brauche ich noch drei. Ja. Also sind das sechs Gold und drei Wafers. Ja. Drei davon. Volles Inventar. Volles Inventar. Pack doch mal die Wires da weg. Drei Wafers. Ja. Ups. Ah, passt. So. Also, ja. Das war, ach so, Rezept kann ich ja. Und dann Comments. Ja, hier. Ja. Komm, jetzt. Bam, bam, bam. Oh, kein Gold. Es war gefragt. Wir haben uns die Comments nochmal rausgeschrieben. Ja, genau. Let's play doch mal Planet Side 2. Kenne ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Ja. Also, weiß ich nicht, nee. Ich werde es mir mal angucken. Ja. Ich werde wahrscheinlich voll drauf gehen. Dann sollst Worum du noch geht's mal denn da? Ist das ein Weltraumshooter? Ich glaube, das ist sein? Ein Weltraumshooter, ja. Ah ja, dann habe ich das schon mal gesehen. Ja. Dann sollst du doch mal auf den PvP-Server von ihm kommen. Hat derjenige uns schon mal die Daten so. Ich bin mir nicht sicher. Ah. Aber PvP, also ich werde definitiv nicht auf dem PvP. Na doch, komm, dann können wir zusammen gegen den Rest der Welt, Lüni. Wir machen wir zwei alle gegen den Rest der Welt? Ja, wir machen alle fertig und wenn nicht, dann sind wir wenigstens zusammen? Ja. Juhu. Ja, ist doch allen das Positive abgewinnen. So. Und dritter Kommentar. Ja. Ob wir den Mod schon erhalten und ausgetestet haben. Erhalten, ja, ausgetestet noch nicht. Schande über unser Haupt hier, Kopf, Dingsbums. Ich weiß, was du noch brauchst. Hm? World Anchor. Ja, nicht nur einen. Zwei. Warum zwei? Um diese Seite der Welt, auch wenn ich im Nether bin, geladen zu haben. Ah. Und da brauche ich unter Umständen sogar drei. Dann mach doch schon mal drei, genau. Ja. Ich bin ja fast versucht, noch so einen Sack zu machen, um noch mehr durcheinander müllen zu können. Nein, Dera. Aber nein. Dann mache ich jetzt. Dann mache ich jetzt erstmal nichts Wichtiges mehr und jetzt machen wir noch die restlichen Comments. Ja. Ich habe noch ein Schild, das ich zumindest eins heute gemacht habe. Weil da gab es nämlich auch den Comment. Ich habe in der letzten Folge schon wieder nicht die Schilder gemacht. Lüni, du hast die doch auf irgendeinem Zettel, sagt Lüni. Die Namen? Ja, doch. Ja, irgendwo ist hier ein Zettel mit Namen. Ja, den hätten wir doch vorher raussuchen müssen, Lüni. Ja. Also, ist ja. Also, ich weiß es noch ungefähr und ich habe mir ja auch die Skins abgespeichert. Ach so. Ja, also wir. Aber wir brechen es dann heute nicht mehr übers Knie. Ich habe doch schon alles hier. Ja, aber Lüni, hast du mal auf die Zeit geguckt? Ja. Ja. Es ist also jetzt. Den Rest der Comments und dann. Wir haben doch nicht den ganzen Tag Zeit. Hast du die Scrapbox schon gemacht? Ja, die habe ich hier in meinem Inventar. Sehr gut. Lüni. Jetzt wirf heute mal auf mich. Auf dich? Ich will auch mal beworfen werden. Ach so. Oh? Achso, ich. Nee, hä? Ah, gut. Ich dachte, mein Ring wäre kaputt. Ja. So, Comments. Oh, ja, super. Dasselbe. Ja, mehr Comments. Oh, Hilfe. Ja. Du sollst doch mit Hilfe von Computercraft ein Rechenzentrum im Nether machen. Ja, und zwar in diesem. Ach, die. Also Leute, die vielleicht noch nicht von Anfang an Zaubereimaschinen geguckt haben. Und wo ich das erste Mal. Oh, Glück gehabt. Wo ich das erste Mal im Nether war. Da gehe ich jetzt einfach, weil ich jetzt keine Lust habe, ich muss jetzt erstmal mein Inventar aufräumen. Ich gehe da jetzt erstmal einfach vor The Loots noch hin zum Schluss der Folge. Jedenfalls, da wollte ich ein Rechtszentrum. Da habe ich am Anfang von schon vor mich hingeträumt, in einem gewissen Raum, den ich im Nether gefunden habe, ein Rechenzentrum, ein bösartiges zu machen. Wenn ich ihn spontan finde, ich glaube, in diese Richtung war es, ja. Den zeige ich euch noch schnell und währenddessen kann die Lüni ja schon mal noch. Ja. Gibt es noch mehr Comments? Ja, zwei Stück noch. Na dann. Das Signal wird kürzer. Vom Redstone in der Nacht. Ach so, das wurde, ja, das hätte noch zu dem Thema gehört hier von wegen. Leitsensor, genau. Das wurde geschrieben, das ist jetzt irgendwie wie. Ich glaube, den muss es wohl irgendwie im aktuellen Minecraft auch geben. Und mittlerweile normal im Minecraft und da scheinbar, ich weiß es nicht genau. Ist es halt so, dass das Redstone-Signal dann kürzer wird oder so? Nee, das kann es aber auch nicht. Doch. Ich glaube schon. Echt? Nee, es ist nur was, wo ich mich mal hier durchgebuddelt habe. So. Oh, okay. Ja. Und hier steht noch Schilder, aber das. Ja, das haben wir ja. Hä? Das habe ich doch eben schon angesprochen. Ja, irgendwie. Eben. Wollte ich gerade sagen. Dein Gedächtnis zum Teufel. Das ist ja schrecklich. Ja, kannst du ja nichts wünschen, okay. Ich bin ja nicht besser. Ich bin ja noch schlimmer.
kann ich, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht entscheiden. Das ist der Raum, genau, ein bisschen versteckt. So, das sieht jetzt natürlich nicht so impressive aus. Also jetzt bekommt man nicht das Gefühl, oh mein Gott, hier muss ein übelstes Rechenzentrum-Dingsbums rein. Ich habe meinen, wie man sieht, meinen Texture-Pack-Ordner immer noch nicht aufgeräumt. Aber wenn man dann... So, jetzt muss es hier ein bisschen rödeln. Rödel, rödel. Ja. Und wenn man dann aber sowas sieht, das sieht doch schon nach bösem Rechenzentrum aus. Oh ja, herrlich, oder? Ja, der ist komplett symmetrisch, dieser Raum. Ja, und das als natürlicher Spawn. Ich habe da ja nicht nachgeholfen. Ich bin hier reingetappelt und dachte mir, oh mein Gott, what the fuck, Barbecue Attack, was für ein geiler Raum ist das denn mal? Ja. Ja. Sehr cool, sehr cool. Du, Dera? Ja? Wir sind mit Comments durch. Ja, das ist gut. Ja. Dann würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen. Aber Dera? Ja, was? Wir müssten noch was. Ich hasse es, wenn du mir reinquatscht. Es tut mir leid. Ja, ist schon okay. Dann verabschiede dich jetzt. Nee, was denn? Ja, wir wollten doch was sagen, wegen Livestream. Ja, ich weiß es doch nicht mehr, was weiß ich denn? Wir hatten uns doch gedacht, dass wir den vielleicht jetzt am Wochenende machen. Was, jetzt am Wochenende? Ja. Was für einen? Ja, Zaubereimaschinen. Was, jetzt schon wieder? Ja, weil wir doch 3 neue Gesichter haben. Ja. Oder kannst du dein Inventar aufräumen? Ja, aber davor kommt auch noch eine Folge Zauberhandmaschinen, dann schaffe ich es doch nicht vor der nächsten Folge. Ja, dann haust du alles in eine Kiste, was du nicht brauchst. Ach, Lüni. Ich wollte jetzt eigentlich mich verabschieden, Lüni. Ja, dann mach das jetzt. Okay. Es tut also mir leid. Dann besten Dank fürs Zusehen. Die Sonne senkt sich. Ach, herrliches Timing wieder. Ja, besten Dank fürs Zusehen. Viel Spaß mit den anderen täglichen Uploads. Und bis demnächst, wo dann auch... Ich denke mal, in der nächsten Folge könnten wir schon anfangen, diese Lava, dieses Lava-Dingsbums zu bauen, würde ich glatt behaupten. Oh oh, ich wollte doch hier... Gut, hier ist nichts passiert. Das Ding war doch nicht geladen. Also so wie, wenn ich weg gewesen wäre, weißt du? Verstehst du? Nicht, dass es dann Kapif-Peng-Pum macht. Kannst du ja mal... Nee, geh erst nicht schaffen. Ich probiere es irgendwie vielleicht mal zwischen den Folgen aus. Tschüss!